Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist der 9.6.2020. Claudia war da. Es war ganz nett. Wir waren draußen und haben viel geredet. Und morgen kommt sie wieder. Sie hat mir bei einem Problem mit meinem Handy geholfen und das andere zu verkaufen. Also die Papiere zusammenzusuchen und die Cases und das Handy sauber zu machen und einzupacken und die Verpackung vom Handy zu suchen und das alles fertig zu machen für morgen, weil ich es verkauft habe. Und um 14 Uhr kommt die Käuferin. Und dabei hat sie mir geholfen. Und ich hatte Probleme mit meinem anderen Handy. Da ging der App zwar nicht, weil ich einen blöden Launcher da drauf habe. Und sie hat sich so lange damit gespielt, bis es gegangen ist. Und da bin ich ihr sehr dankbar und wir haben uns unterhalten und Kaffee getrunken, geraucht und Spaß gehabt, haben im Regen getanzt und es war ein schöner Tag, wirklich mit ihr. Morgen kommt sie wieder. Morgen ist Mittwoch. Morgen muss ich aufstehen, weil die Volkshilfe kommt. Um 8:30 muss ich aufstehen und um 9:30 circa kommt die Volkshilfe. Ja, ich hatte sonst heute nicht viel zu tun, außer auf meine Willhaben-Nachrichten zu antworten und die Verkäuferin zu kontaktieren, also die Käuferin zu kontaktieren und das ausmachen und sonst war nicht viel los, außer dass Claudia da war und das Wetter ist ziemlich beschissen. Es regnet die ganze Zeit. Ich habe mir hier eine Riesenblase gedrückt, weil da noch ein Kern drin ist und der nicht rausgeht. Und das ist jetzt eine Riesen Wunde. Sieht jetzt schlimmer aus, als es ist. Es tut nicht mehr so weh, aber ja, es ist, sieht schlimmer aus, als es ist. Wir laufen momentan überall Pickel auf. Kann daran liegen, dass ich mein Polar's Choice Mittel nicht ständig nehme, aber ich möchte es jetzt wieder regelmäßiger nehmen. Und am 19. fahre ich zu Kerstin, höchstwahrscheinlich. Das ist in einer Woche, am Freitag, also nächste Woche Freitag. Ungefähr. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube nächste Woche Freitag oder übernächste Woche. Mein Geld von PayPal ist zurückgekommen und das Geld von der Momak. Das hilft mir jetzt sehr, weil ich noch Rechnungen bezahlen muss. Und da eine ziemliche Engstelle entstanden ist, weil die so lange von PayPal gebraucht haben, das Geld zurückzuüberweisen. Und das hat mich jetzt ziemlich gestresst. Und jetzt ist es aber da und das Problem gelöst. Sonst gibt's nicht viel Neues. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Der ruft morgen bei der Stadthalle an.
wegen den Konzertkarten vom 15. Ob ich da das Geld zurückbekomme. Ich hoffe es sehr. Drückt mir die Daumen bitte. Und ja, sonst ist nicht viel passiert. Wir haben ein bisschen aufgeräumt und so. Aber sonst, ja, war es ein ganz normaler Tag. Heute habe ich lange geschlafen, fast bis um 12. Und mir geht's ganz okay. Nicht so toll, aber auch nicht so schlecht. Mich ärgert das mit der Haut und dass es momentan wieder immer schlechter wird. Und dass ich teilweise so fette Haut habe in der Früh und aber das ist immer meine eigene Schuld und kann nur besser werden. Ich hoffe, dass morgen wer netter von der Volkshilfe kommt, der Haare waschen kann, weil sonst wird das zum Problem. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr ein. Wie gesagt, die Stimmung ist ganz okay. Zwischendurch auch ganz gut und dann wieder etwas schlechter, aber nicht so stimmungsschwankungsmäßig, sondern eine generelle Verschlechterung oder ich bin sehr überanstrengt teilweise durch die vielen Stunden, die ich jetzt Assistenten da habe. Und teilweise brauche ich manchmal eine Pause von Gesprächen. Und ja, es geht mir einfach mittelmäßig bis gut und darüber bin ich froh und diese Gefühle möchte ich auch nutzen und ja, mir nicht zu viele Gedanken machen, aber das ist halt schwer, weil ich doch sehr viel nachdenke und mich sehr belaste mit Gedanken und mit Grübeln und so. Und ja, das ist bei mir ganz normal. Ich denke sehr viel nach und zerklaube jeden Gedanken bis ins kleinste Detail und überlege, wie ich das nächste Monat auskomme und was ich ausgeben darf oder was ich meinem Vater noch schulde und ja, so sind meine Überlegungen und von daher ist das nichts Neues, das ist meine Angewohnheit, über Dinge nachzudenken und zu grübeln und das nicht so entspannt zu sehen oder ja. Aber damit möchte ich euch nicht belasten. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Ciao, Arines. Bis zum nächsten Mal.